Bachner Kabis auf Nicht-Waldner Art. Hallo zusammen, heute gehen wir mal in einen Kanton, wo ich glaube, jetzt noch nie gewesen bin. Wir gehen in den Kanton Nidwalden und machen Bachner Kabis nach Nidwaldner Art. Für das nehmen wir zuerst etwa 1,2 Kilo Weisskabis und schneiden den in 1 cm dicke Streifen und dann im Salzwasser in den Weich kochen und anschließend abtropfen. Gleichzeitig in einer separaten Pfanne nehmen wir entweder zwei mittelgrosse festkochende Herdöpfel oder wie ich jetzt hier drei kleinere und dann die geschwollen. Das heisst etwa so 15 Minuten im kochenden Wasser drin. Dann nehmen wir 150 Gramm Schinken, schneiden den schön in Streifen und dann in der Bratpfanne im Öl leicht anbraten. Ich kann es leider nicht zeigen, zu wenig Platz auf dem Herd, jetzt, wenn ich sehr viele Töpfe drauf habe. Dann würzen wir den Kabis mit Salz und Pfeffer würzen, gut untereinander machen. Und die Herdöpfel schneiden wir jetzt noch heiß schinken und diese nachher etwa in Bonfrit-dicke Stäbchen schneiden. Dann heizen wir den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe hier ein paar, auf TikTok ein paar Follower, die mich davon möchten überzeugen, dass man nicht Butter sagt, sondern Anken. Darum tun wir jetzt das Blech nicht ausbuttern, sondern ausankern. Ich versuche mir Anken zu haben. Dann machen wir noch 220 Gramm Anken. Schöne Flocken bereit. Die Herdöpfel haben wir bereits. 150 Gramm Speck, geräucherten Speck. Dann schneiden wir ein bisschen dicke Streifen. Schneiden. Und dann noch 150 Gramm geriebenen Käse. Vorzugsweise Bergkäse. Aus dieser Region empfiehlt sich natürlich auch ein Sprienz oder etwas in diese Richtung. Dann schneiden wir die Hälfte vom Kabis in Gratin-Form. Nehmen wir unseren leicht angebrötelten Schinken, den darüber verteilen. Dann die Hälfte vom Käse drüber. Und dann die Herdöpfel drüber verteilen. Und den Rest der Käse ebenfalls drüber. Wir haben eine schöne Käseschicht zwischendrin. Dann verteilen wir den Rest Kabis noch oben drauf. Dann geben wir 7 Dezi Milch in eine Schüssel, 2,5 Dezi Rahm und 2 Eier. Das Ganze noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen und gut untereinander rühren. Dann leeren wir den Guss über den Kabis. Den Buttermöckchen schön drauf verteilen. Anken, Entschuldigung. Am Kitschten jedes Mal, wenn der Butter statt Anken gehört, schreibt es gerade in die Kommentare rein, dass das Anken heisst, dann lehre ich es vielleicht. Dann werden wir die Speckwürfel noch schön, respektive die Speckscheiben noch schön drauf verteilen. Und schieben es dort in die Mitte vom Ofen. Und backen es etwa für 35 Minuten. Plus minus, je nach Ofen. Fertig ist unser Bachni Kabis auf Nidwaldner Art. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.